Wenn du in eine Position einsteigst, das ist eigentlich die riskanteste Phase. Und dort sollte man auf jeden Fall einen Stop haben. Ich nenne den einen sogenannten Katastrophenstop. Mit der Zuschauerfrage Nummer 1. Was mir und vielen anderen bestimmt auch noch schwer im Magen liegt, ist die Tatsache, dass ihr ja immer sagt, jede Position sollte man mit einem Stopp absichern. Deine Tesla und die Apple hättest du doch nie so lange behalten können, wenn du mal einen Stopp gesetzt hättest. Wenn einem der Stopp dann doch mal rausfliegen lässt, ist doch die nächste Frage, wann wieder einsteigen, dass es sich nicht nach Steuern noch lohnt. Ob man das packt, ist halt die nächste Frage. So, also eine ganz klassische Stop-Loss-Frage, weil, also ich meine, das haben wir hier in dieser Sendung oft, dass wir halt sagen, ja, also so schön es natürlich auch ist, diese Buchgewinne halt bis in den Himmel steigen zu sehen. Natürlich die große Frage, also wann genau ist der Punkt, wo man sagt, hier trenne ich mich schweren Herzens von dieser Position. Und das ist ja so ein Börsenbunch-Mantra, um dir diese schwierige Entscheidung dann halt tatsächlich abzunehmen, also dass du nicht morgens schon mitten in der Nacht aufstehen musst, um zu gucken, was macht die Position gerade. Aber es war immer klug, einen Stopp drin zu haben. Und die Frage wäre jetzt natürlich, ja, also auch gerade, wenn man sich jetzt so enorm gut laufende Positionen anguckt, also das ist eine berechtigte Frage, also wie kann das überhaupt sein, dass ich eine Tesla für 50 kaufe und verkaufe die bei 1.000? Habe ich da tatsächlich jemals einen Stopp drin gehabt? Oder bin ich vielleicht ganz klammheimlich einfach so damit laufen gegangen? Und dann, bevor ich das aus meiner Perspektive erläutere, wie das überhaupt so weit kommen könnte, würde ich jetzt erstmal fragen, was sagt ihr dazu? Also ist es überhaupt clever, einen Stopp zu setzen? Oder nimmt einem das einfach so die Erwartung nach oben, überhaupt große Gewinne zu erzielen, weil man früher oder später auch gerade bei volatilen Positionen, also die halt wirklich einen enormen Aufwärtstrend mitnehmen können, einfach ausgestoppt wird und dann stehst du da mit der Kohle, bist sowieso verunsichert, Position ist ausgestoppt worden, soll ich da jetzt nochmal einsteigen? Und dann verpasst du die ganze Rallye, sitzt auf der Kohle, dann kommt die Inflation, nimmt dir das alles weg und ist doch alles irgendwie schlecht gelaufen. Klassischer Fall von, es kommt drauf an. Ja, also Stop-Management ist wirklich das Schwierigste, der schwierigste Teilbereich, wenn man sein Portfolio aktiv managt. Ne? Wenn man es nicht einfach laufen lässt, sondern die ganzen Sachen überwacht und optimieren will. Das ist wirklich der schwierigste Teil. Erstmal müssen wir trennen zwischen diesem, wenn du in eine Position einsteigst, das ist eigentlich die riskanteste Phase. Und dort sollte man auf jeden Fall einen Stop haben. Ich nenne den einen sogenannten Katastrophenstop. Für den Fall, dass du einfach mit deiner Einschätzung falsch liegst. Dann muss man auch zugeben, dass man falsch liegt und sollte vom Markt auch rausgekegelt werden, bevor es noch schlimmer wird. Dazu gehört aber übrigens auch, dass man eben niemals mit Geld einsteigt, was man nicht verkraften kann, auch aufs Spiel zu setzen mit diesem Katastrophenstopp. Also nicht all in gehen und eben nicht das Ganze überhebeln, diese eine Position. Die Stops aber, die hier gemeint sind in der Frage, so verstehe ich die Frage, sind ja die, wenn eine Position gut gelaufen ist und man sich anhand der Buchgewinne fragt, wie soll es denn hier weitergehen? Und dort ist dann meiner Meinung nach nicht einfach ein stures Stop-Management anzusetzen und das haben wir auch nicht so gemeint, sondern dann guckt man sich das allgemeine Umfeld an.
Und wenn das eben wie im letzten Jahr so außergewöhnlich explosiv ist, es ging ja gut bis zum 31.12., ne? Also die Bücher sind geschlossen und alles ist gut. Aber es hat sich ja schon im Laufe des Jahres herausgestellt, dass das immer wackeliger und auch immer volatiler wird. Und in diesen Momenten kann man dann bei Positionen, und jetzt kommt der nächste Einschub, die eben wirklich besonders gut gelaufen sind, sollte man meiner Meinung nach dann Stops setzen und sich einfach vom Markt sagen lassen, wann genug ist. In dem Zusammenhang passt dann auch eine Regel, die ich irgendwo mal gelesen habe. Wenn eine Aktie, wir reden jetzt nur von Einzelwerten, ne? Wenn eine Aktie innerhalb eines Jahres 100% gestiegen ist, dann müsste schon geschäftlich und damit fundamental etwas ganz Besonderes passiert sein, um diesen Kursanstieg zu rechtfertigen, dass es auch so weitergeht. Es ist also an sich in so einem Fall außergewöhnlich. Und das soll das vorher Gesagte nochmal deutlich machen. Wenn ich also so einen Wert habe, dann muss ich irgendwann mich fragen, ob das so weitergehen kann und wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin und nicht irgendwie denke, es ist alles rosarot und linear, die Zuwächse in den nächsten Jahren und es geht immer so weiter wie im letzten Jahr und ich schreibe die Entwicklung immer nur fort, sondern wenn ich also der Meinung bin, das könnte auch anders kommen, dann muss ich hier in dem Moment Stops setzen und die Tesla ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich mit irgendeinem Geld, nur mal angenommen, Jay, du hast damals 500 Euro gefunden, ne? Hartgeldlude, hast 500 Euro klapperten in deiner Tasche und du hast gesagt, komm, die mache ich jetzt, bevor ich die irgendwie in den Späti trage, lege ich die in die Tesla rein. Ich hole mir 10 Stück, die kosten 50 Euro, fertig ist. Da kannst du doch, da brauchst du keinen Stop. Der Einsatz ist quasi der Stop. Du bist eben nicht mit 10.000, hast dir noch Geld geliehen und so weiter. Du bist mit 500 drin und jetzt guckst du zu. Aber wenn eben daraus, wie in diesem Falle, 1.000 Euro pro Aktie Kurswert werden, dann sind diese paar Aktien und dieser Einsatz von 500 Euro auf einmal richtig Geld wert. Und in dem Moment, das ist wirklich individuell, das muss jeder für sich entscheiden, jeder hat auch eine bestimmte Grenze, wo Geld wirklich relevant wird, ein Betrag. 500 Euro kannst du sagen, komm, das ist wie eine Fahrt nach Baden-Baden und ich hatte halt Pech, ne, im Casino. Aber wenn daraus... Ich war jetzt die Tage in Bad Neuenahr, da wäre ich mit 500 nicht hingekommen. Das siehst du. Ne? Aber wenn daraus 5.000 werden, und dann sagst du dir dann schon, meine Fresse, das ist irgendwie schon ein ganz schön Betrag. Und dann wirst du automatisch dich, also empfehle ich, sich dann mit dem Thema beschäftigen, wie ich das Ganze absichere. Noch ein Praxistipp, nimm erstmal deinen Einsatz raus. Von mir aus auch mehr als den Einsatz. Heißt also, ich habe 500 Euro, hier zwei Euro-Stücke, ne? Hartgeld, ich strapaziere das Wort jetzt nicht mehr. die habe ich jetzt drin, jetzt steht das Ding bei 5.000, dann nehme ich nicht die 500 raus, dann nehme ich auch noch 1.000 raus und habe schon 100% meines Einsatzes, dann habe ich schon mal etwas reduziert und dann setze ich auch noch einen Stop drunter und dann lasse ich mir vom Markt sagen, wohin die Reise geht und das hat dann eine gewisse Relevanz. Also so würde ich da vorgehen. Also zuerst nochmal Zusammenfassung, ein Katastrophenstopp für jedes Investment, für jedes Einzelinvestment, was nicht strategisch geplant ist. Ein ETF im australischen oder Asia-Pazifik-Raum, den legst du ja für 5 bis 10 Jahre an. Da brauchst du dich jetzt nicht kümmern. Und den sollte man auch in Tranchen anlegen. Aber so ein Einzelwert, entweder läuft das Ding an oder ich fliege raus. Aber wenn es dann angelaufen ist, dann muss ich das auch von meiner eigenen persönlichen, psychologischen Festigkeit abhängig machen und dann entscheiden, wo ich dann einen Stop mache. Aber ich würde einen machen. Nächste Variante, wenn ich keinen Stop mache, dann nehme ich wenigstens Teilgewinne mit. Und verkaufe zum Beispiel die Hälfte und lasse den Rest laufen. Wäre auch eine Möglichkeit.
es dient auch, und damit schließe ich, es dient auch ein bisschen, es ist gut für den Kopf, weil ich mich ja belohne. Ich habe eine gute Entscheidung getroffen, ob das nun Glück war oder Zufall. Meistens denkt man dann, man ist einfach geil und hat einen richtigen Wert erwischt und man war eben einfach besser als die anderen. Ne? Alles kalter Kaffee, aber das weiß man in dem Moment nicht. Wo war ich jetzt eigentlich? Also, ich war in der Zusammenfassung. Also, ich gehe rein, ich mache einen Stopp. Ich lasse es laufen und wenn es mir unbequem wird, je nach meiner persönlichen psychologischen Einstellung her, dann nehme ich einen Stop oder einen Teilgewinn und der Rest entscheidet sich von selbst. Und ich bin aber wenigstens in der Situation, dass wenn ich ausgekegelt werde und das Ding fällt weiter, ich eben einfach Geld gesichert habe für neue Investments. Und das muss man ja immer bedenken. Immer wenn die Sonne scheint, muss man auch daran denken, dass es mal regnen könnte. Das ist der Sinn von Stops. Und ob ich dann wieder einsteige und was die Steuer dabei macht, ja, da kann ich auch drüber nachdenken. Aber erstmal geht es rein darum, Betriebskapital zu sichern in diesem Unternehmen, Aktiendepot, was man hat, und zu sagen, prima, das war ein guter Run, ich bin eine ganze Weile mitgelaufen, jetzt nehme ich das Geld rein und gucke mich nach einer neuen Chance. Ja, dann würde ich hier einfach mal übernehmen, weil das halt diverse großartige Vorlagen hat für alles, wie ich mir diese Stopp-Problematik halt in meinem eigenen Alltag zurechtgelegt habe. Also fangen wir erstmal an mit, man muss halt schon trennen zwischen Wiesbaden und halt quasi einer wirklichen Geldanlage. Also zum Beispiel bei so einer Position wie Apple, die nehmen wir jetzt mal in Abgrenzung zu der Tesla-Position. Da steige ich ja ein, nicht indem ich halt irgendwie davon ausgehe, ah, das ist ein junges Unternehmen, das muss ich am Markt erstmal bewähren, die müssen jetzt erstmal irgendwie ihre Produkte geschickt platziert bekommen. Das ist halt was, da ist einem relativ klar, da ist ein Markt da, da sind Abnehmer für da und diese Aktie hat einen gewissen Marktpreis und das ist halt wichtig bei dieser Entscheidung, die hat halt Wachstumspotenzial. Das heißt, da investiere ich und gucke selbstverständlich in guter Vorbereitung auf ein Investment erstmal, was denken denn andere Leute, wo kann so eine Aktie überhaupt hingehen? Und das ist natürlich halt ein ganz entscheidender Punkt. Also ich ziehe halt quasi nach oben eine Kurserwartung und ich ziehe nach unten, also das, was Tino den Panikstopp da genannt hat, nur dass ich halt quasi den, das ist dann quasi wie so ein junges Welpe in meinem Portfolio, also irgendwas Kleines, was man halt noch gut pflegen muss, da habe ich dann ein Auge drauf. Also ich habe den Stopp nicht, sondern ich gucke halt quasi so ungefähr die ersten 2 Monate halt wirklich explizit drauf, wie entwickelt sich diese Position. Lest dann auch weiter die Nachrichten, guckt halt auch einfach, was macht es gerade und halt einfach, wie clever ist diese Entscheidung gewesen. Also zu dem Zeitpunkt ist die hochrelevant für mich. Und habe dann natürlich halt auch den Finger am Abzug, sollte da irgendwas schief gehen. Aber das sind natürlich jetzt alles Unternehmen, wo jetzt halt keine riesigen Kurssprünge passieren. Also du investierst nicht heute in Apple, also jetzt aktuell, sei mal so dahingestellt, aber damals, du hast nicht Apple gekauft für 70 Euro und dann hattest du davon ausgegangen, dass die halt einen Tag später 50 kosten kann. Dafür steht das halt schon zu stabil. Und ab dann lässt es natürlich halt erstmal Richtung Kursziel laufen und guckst halt einfach, entwickelt es sich so, wie es ist und dann halt, sobald eine gewisse Gewinnmarge oben drauf ist, dann fängst du natürlich an, Gewinne abzusichern. Und das kannst du halt auf 2 Wegen machen. Jetzt bei der Apple-Position war es halt nicht möglich, dass ich halt sage, ich ziehe erstmal das eingesetzte Kapital raus. Dafür wäre es jetzt zu viel gewesen und die Position wäre halt klein gewesen. Ist ja auch ein cooler Dividendentitel. Das heißt, was ich halt mache, ich setze einen Stopp, um halt einfach die Kursgewinne, also das, was halt oben an Marge drauf liegt, das halt abzusichern. Und da kommt der Stopp dann natürlich rein. So, das sind solide Investments. Also die, da habe ich halt auch weiter im Blick und das sind, ganz nach Tino, als Teil von der Unternehmung, Börsendepot oder Aktiendepot, was ich halt führe, halt schon ganz entscheidende Produkte. Also das sind halt meine, ja, heißen Rising Stars und Cash Cows, die habe ich im Blick. Und dann, und das sind halt quasi die, wo man mit dem Stops natürlich halt viel enger und natürlich auch viel aufmerksamer arbeiten muss, sind natürlich auch genauso welche, die halt Würfelspiel sind. Und das muss man auch dazu sagen. Also halt quasi, wenn ich jetzt Blackjack spielen gehen möchte, jetzt bin ich natürlich gerade im Thema, bin mein Jahr mit Blackjack gestartet, fange ich natürlich genauso an. Also ich setze einen gewissen Betrag ein, dann fange ich halt erstmal an zu spielen. Sobald ich diesen Betrag verdoppelt habe, nehme ich erstmal die Hälfte runter und dann kommt das in Strumpf. Das ist halt einfach Geld, was ich jetzt nicht mehr verlieren möchte. Ich habe die Kohle wieder raus, habe das Spielkapital. Damit bin ich dann bereit, größere Risiken einzugehen, aber größere Risiken müssen natürlich halt immer sehr viel cleverer abgesichert werden.
Und das natürlich immer mit dem Hintergrund, also sobald ich Gewinne rausziehen kann, ziehe ich die natürlich auch raus und spiele die Position halt, bis sie sich irgendwann auflöst. Und das sind so diese zwei Vorgehensweisen, wie ich damit umgehe. Und dann, und das wäre noch ergänzend dazu zu sagen, was machst du, wenn so ein Stopp wirklich mal gezogen wird? Also dann sitzt du auf einmal auf der Kohle und da ist halt dann nochmal ganz wichtig zu verstehen, sobald so ein Stopp gerissen wird und der ist halt einmal da, sollte man sich halt immer nochmal die Frage stellen, was genau ist jetzt eigentlich mit dem Investment Case los? Weil in der Regel, der ist jetzt nicht irgendwie bei 2% drunter, das ist ein viel zu enger Stopp. Aber sagen wir mal, der liegt bei 10%, 15%, 20%. Und wenn dir ein Stopp bei 15% gerissen wird, unterm All-Time-High, dann ist das ein guter Zeitpunkt, sich die Frage zu stellen, was genau macht diese Aktie da gerade? Und dann musst du das ganze Ding nochmal neu denken und entweder die ist jetzt halt gerade günstig, weil was auch immer passiert ist, dann kannst du nochmal einsteigen. Oder vielleicht ist das Geschäftsmodell im Arsch und dann lässt du halt einfach die Finger davon und investierst das Geld irgendwo anders cleverer. Stopps. Ja. Genau, ganz kurze Ergänzung eigentlich nur, Tino hat schon gesagt, wichtiges Positionsmanagement, ja. Also das ist wirklich klassisches Money Management, zu schauen, okay, was ist das maximale Risiko, was ich mit diesem einen Investment jetzt eingehe, wie viel bin ich da bereit, was hat das für eine Auswirkung auf mein Gesamtvermögen? Und bei den Stops selber, nach dem Motto, wo legt man die hin? Man kann das natürlich mathematisch machen. Wer ein bisschen Fable für Charttechnik hat, kann aber auch mal in den Kursverlauf reinschauen. Typischerweise gibt es diese Widerstands- und Unterstützungszonen halt auch. Und das ist bei einem volatilen Wert oftmals so, dass dann tatsächlich es markante Punkte gibt. Und wenn da lege ich dann beispielsweise auch einen Stopp hin, wo ich sage, okay, wenn das gerissen wird, dann ist das einfach ein schlechtes Zeichen, dass diese Marke nicht gehalten hat. Und dann könnte es weiter runtergehen und dann will ich halt da irgendwie raus. Ja, also so mache ich das dann. Und ja, auch heute kam wieder eine Benachrichtigung aufs Telefon, dass ich was verkauft habe. Und das war dann halt tatsächlich ein Wert, der mal zwar von meinem ursprünglichen Case aus 20% gestiegen war, dann aber sich irgendwie da festgefressen hatte. Ich hatte das dann mit einem Stop abgesichert und bin jetzt bei 45, dann hat er ausgelöst. Entsprechend bin ich jetzt bei 44, 76 ausgeführt worden. Jetzt steht das Ding wieder bei 45, 20. Ist mir aber egal, weil ich habe halt nochmal jetzt so 10% Gewinn auch realisiert. Und das war jetzt ein Wert, der die ganze Zeit mehr oder weniger volatil seitwärts gegangen ist. Und dann so, hat es halt nicht sollen sein. Und ja, jetzt habe ich halt wieder Geld zur Verfügung zum Investieren und schaue möglichst weise, das neu wieder einzubringen. Und auch dieses, wenn sich was verdoppelt hat, irgendwie den Einsatz rausnehmen, hatte ich im letzten Jahr bei diesen Impfstoff-Dingern auch gemacht gehabt. Das war für mich schon sehr schwindelerregend halt, wenn du da irgendwo halt dann 300% oder sowas im Plus bist auf einmal, weil es kennt nur eine Richtung. Und dann einfach mal den Einsatz rausnehmen, dann ist man auch viel entspannter damit, was das angeht. Und da braucht man ja im Moment auch tatsächlich starke Nerven. Ich bin da immer noch investiert, aber bei weitem eben nicht mehr so groß, wie das mal gewesen ist. Und ich bereue es an der Stelle auch nicht. Okay. Ja, ich glaube, also zusammenfassend könnte man vielleicht jetzt als weisen Kalenderspruch darunter setzen, sieh es nicht als Drama, sondern sieh es als Chance, dein komplettes Portfolio neu zu überdenken. Es ist halt neues Geld, sind neue Möglichkeiten, kannst halt erstmal drauf sitzen, kannst nochmal die Position kritisch hinterfragen, die ausgestoppt wurde, um jetzt die Steuern und das Cash kannst du dir im Anschluss Gedanken machen, aber wichtig ist halt erstmal, dass du den Plan hast, was genau möchte ich überhaupt mit diesem Investment bezwecken. Der kann in zwei Richtungen gehen, also entweder das ist halt ein langfristig richtiges Investment oder das ist geradeaus durch eine Spekulation, die sind jeweils getrennt zu behandeln und dann vor dem Hintergrund schaust halt einfach, setze ich die Stops, wo setze ich die Stops, wie beobachte ich dieses Investment und dann sollte der Punkt kommen, an dem du die nächste Frage stellen musst, was mache ich jetzt mit dem Geld, was auf einmal da ist, einfach nochmal zu gucken, also wie ist die Marktbreite, wie hat sich jetzt dieser Sektor ergeben, was genau hat es mit diesem Unternehmen jetzt noch auf sich und wie geht es hier in der Zukunft weiter. Ja. Ich glaube, das ist doch ein schöne Zusammenfassung für das Stopps-Thema. Noch schöner und knapper zusammengefasst hat der Geldkapitän im Live-Chat. Eigentlich ganz einfach, folge deinem Plan. Vorher planen, dann umsetzen. Genau. Sehr gut. Ja.